Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Heute in Deutschland. In genau 5 Wochen geht die Fußball-Weltmeisterschaft los. Vor 1,5 Stunden die Vorentscheidung. Unsere Themen. Und Drachensöhne, Feentöchter, Bremer Stadtteiloper im Problemviertel. Ab wann gilt ein Terrorist als Terrorist? Wenn er einen Terrorakt begangen hat, klar, aber auch schon vorher? Wenn er die Idee dazu hat oder Material für einen Anschlag sammelt? 2009 ist die Gesetzeslage verschärft worden. Zu scharf entschied heute der Bundesgerichtshof. Der konkrete Fall ist zum Kopfschütteln. Ein Bombenbastler, ein Mixer, eine Explosion. In Teilen aber hat dieser Bastler Recht bekommen. Tatort, diese Straße in einem Frankfurter Vorort. Im Februar 2011 will der Maschinenbaustudent afghanischer Herkunft Keramat G. eine Bombe bauen. Zuvor hatte sich der 27-Jährige Propagandamaterial zum Dschihad sowie eine Anleitung zum Bombenbau aus dem Internet heruntergeladen. Doch zu einem Anschlag kommt es nicht, denn das zubereitete Gemisch explodiert bereits im Küchenmixer. Ungefähr so wie in dieser Szene aus einer ZDF-Neo-Sendung. Er wird zu 3 Jahren Haft verurteilt. Seine Verteidiger legen Revision ein. Knackpunkt, eine Vorschrift im Strafgesetzbuch. Unsere Kritik war am 89a, dass es nicht erkennbar ist für den juristischen Laien, wann jetzt die Strafbarkeit anfängt und wer sich letztendlich strafbar macht oder auch nicht. In § 89a Strafgesetzbuch heißt es, wer eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Die Vorschrift, eingefügt nach Terroranschlägen wie in Madrid, zielt vor allem auf terroristische Einzeltäter. Die Strafbarkeit wird hier auch schon auf Vorbereitungshandlungen ausgedehnt. Doch ist das zulässig? Gerade noch, sagt der BGH, hebt das Urteil aber trotzdem auf. Künftig muss ein Straftäter, der wegen einer solchen Straftat verurteilt werden soll, bereits fest entschlossen sein, dass er eine entsprechende Straftat begehen wird. Es reicht nicht mehr aus, wie das bislang der Fall war, dass er es nur für möglich hält. Der BGH gibt den Fall zurück ans Landgericht. Das muss nun ganz genau klären, ob der in U-Haft befindliche Keramat G. beim Bombenbau schon fest zu einem Attentat entschlossen gewesen sei. Nur dann könne er wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt werden. Wird der Vorsatz aber verneint, ist ein Freispruch wahrscheinlich. Der Osten der Ukraine sucht die Machtprobe. Gestern noch hatte Russlands Präsident Putin vorgeschlagen, das umstrittene Referendum zu verschieben. Es war die Hoffnung auf Deeskalation. Heute aber das Nein der Separatisten. Unser Nachrichtenüberblick. Die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine wollen ihr für Sonntag geplantes Abspaltungsreferendum nicht verschieben. Man achte den Vorschlag Putins, aber man könne der Kiewer Regierung nicht trauen. Auch seien die Vorbereitungen für das Referendum schon zu weit fortgeschritten. 3 Millionen Wahlzettel sind bereits gedruckt. Der NSA-Untersuchungsausschuss hat beschlossen, den Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden als Zeugen zu hören. Strittig bleibt, wie die Vernehmung ablaufen soll. Während die Opposition Snowden nach Deutschland holen will, zieht die Union nur eine Videobefragung in Betracht. Regierungstruppen und Rebellen im Südsudan gehen brutal gegen Zivilisten vor. Nun schlägt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Alarm. In einem Bericht prangert sie unsägliche Gräueltaten der Konfliktparteien an. Wehrlose Krankenhauspatienten werden erschossen, Kinder und schwangere Frauen vergewaltigt. Bei der Parlamentswahl in Südafrika sind die ersten Stimmen ausgezählt. Danach liegt der Afrikanische Nationalkongress ANC von Präsident Zuma klar vorn. 25 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es sind die 5. Wahlen nach Ende des Apartheidssystems. Ein Hinweis in eigener Sache. Am 25. Mai wird bei uns gewählt, die Europawahl. Und das zum ersten Mal mit Spitzenkandidaten. Wer sie sind und was sie wollen, das können Sie heute Abend sehen. Schulz gegen Juncker, das Duell um 20.15 Uhr hier im ZDF. Knapp 3 Wochen ist es her, da haben Terroristen in Nigeria eine Schule überfallen und hunderte Mädchen entführt und nichts geschieht. Hollywood-Star Angelina Jolie appelliert, First Lady Michelle Obama twittert, gebt uns unsere Mädchen zurück. Auch in Bonn gingen am Morgen Menschen auf die Straße, damit dieses Verbrechen endlich geahndet wird. Sie sind Schwestern, in Nigeria geboren und aufgewachsen. Als junge Erwachsene kamen sie nach Bonn. Foma studiert Medizin. Für die beiden war es selbstverständlich, beim ersten deutschen Solidaritätsmarsch für die verschleppten Mädchen in ihrer Heimat dabei zu sein.
bringt unsere Mädchen zurück, steht auf ihren Plakaten. Sie haben selbst Kinder und leiden mit den nigerianischen Eltern mit. Ich denke, die haben sehr viel Angst, da sie nicht wissen, was mit ihren Töchtern jetzt gerade geschieht, wo sie sind. Ich denke, das Problem ist, diese Ungewissheit muss sehr, sehr ängstlich sein, muss sehr viel Angst machen. Die verzweifelten Mütter und Väter der 276 entführten Mädchen gehen in Nigeria auf die Straße. Sie wissen seit 3 Wochen nicht, wo ihre Kinder sind und fordern von der Regierung, mehr zu tun, um sie wiederzufinden. Die Terrorgruppe Boko Haram hat in einer Videobotschaft vor ein paar Tagen angekündigt, die Schülerinnen als Sklaven zu verkaufen. Mädchen sollten heiraten und nicht in die Schule gehen. Ihr Sprecher sagte allen Christen den Kampf an. Die müssen gestoppt werden. Das Problem betrifft nicht nur die Nigerianer oder diese Mädchen, die jetzt gerade entführt worden sind. Jeden Tag werden dort Mädchen vereinzelt entführt. Wenn man genau zuhört, was diese Terroristen dann sagen, die machen das überall. Die haben es vor, auch in Europa, in Amerika, überall auf der Welt ihre Anschläge durchzuführen. Eine Nigerianerin aus Bonn hat eine weltweite Online-Petition gestartet, um auf das Schicksal der Entführten aufmerksam zu machen. Mehr als 500.000 Menschen haben sich bereits angeschlossen. Die Schwestern Foma und Adora hoffen, dass der weltweite Protest hilft, die Mädchen zu finden und zu befreien. Es gab Zeiten, da sind Kinder auf Bäume geklettert, haben Höhlen gebaut und Wettrennen gespielt. Heutzutage gibt es für all das Apps. Gespielt auf dem Smartphone oder Tablet, regungslos auf der Couch. Nun war es schon immer so, dass Erwachsene die Jugend von heute kritisch beäugten. Aber das ist nicht nur ein Vorurteil. Immer mehr Kinder haben motorische Störungen. Nordrhein-Westfalen führt deshalb jetzt einen Bewegungstest für Grundschüler ein. Football an der Regenbogen-Grundschule Düsseldorf. Eine freiwillige AG, jeder kann mitmachen. Jungen, Mädchen, dicke, dünne, Hauptsache Action. Mir macht Spaß, die Bälle zu fangen und zu werfen. Da kann man mehr abnehmen. Für mich ist es zu gewinnen, dieses Ziel. Doch viele Kinder sind es überhaupt nicht mehr gewohnt, sich zu bewegen, stellen die Betreuer immer häufiger fest. Man sieht es an der Figur auch und die ganze Bewegungskoordination ist bei mir immer einer zunehmenden Zahl an Kindern gestört. Einen landesweiten Motoriktest für Grundschüler hat das Land Nordrhein-Westfalen deswegen nun beschlossen. In zunächst 25 Städten soll geprüft werden, wie beweglich und ausdauernd die Kinder sind. Eine mögliche Konsequenz: Also das erste wäre, die Eltern anzusprechen, das Gespräch mit denen zu führen und zu sagen, ihr Kind braucht mehr Bewegung. Gucken Sie, dass es nicht vorm Computer sitzt, sondern dass es rausgeht. Und gucken Sie, dass es draußen Sport treibt. Bildschirm statt Bolzplatz. Auch Mediziner und Sportwissenschaftler stellen fest, dass sich immer mehr Kinder zu wenig bewegen, mit langfristigen Folgen. Das Ganze überträgt sich auch auf das Erwachsenenalter, dass dadurch, dass man weniger Muskeln hat, es zu orthopädischen Problemen kommt oder dass die Ausdauer so schwach ist, dass man schnell außer Puste kommt. Und andersherum kann man sagen, dass wenn man in der Kindheit Fitness erlernt hat und man sozusagen den Grundstein für die Gesundheit gelegt hat, dass sich das auch aufs Erwachsenenalter auswirkt. Das Konzept an der Regenbogengrundschule: Fitness durch Sport-AGs wie Football. Die Kinder haben nicht nur Spaß, sie können sich auch anschließend im Unterricht besser konzentrieren. Einer Oper haftet meist etwas Elitäres an, schick in edlen Räumlichkeiten. Das geht auch ganz anders und zeigt dann auch ganz andere Wirkung. Bremens Stadtteil Teneber konnte man früher getrost einen sozialen Brennpunkt nennen. Triste Hochhäuser, trübe Aussichten. 10.000 Menschen aus aller Welt. Doch seit Jahren tut sich eine Menge im Viertel. Inzwischen ist Teneber auch Sitz der Deutschen Kammerphilharmonie. Beides färbt aufeinander ab mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Heute Abend Uraufführung. Mehr als 300 Schüler machen mit bei Bremens Stadtteiloper Drachensöhne und Feentöchter. Miriam spielt eine Frau aus dem Volk. Sie singt hier für den König. Dass sie dabei die Deutsche Kammerphilharmonie begleitet, findet sie toll. Wir fühlen uns alle sehr geehrt, also ich auf jeden Fall, dass wir mit den Profis arbeiten dürfen. Ein Opernzelt mitten in Bremens Multikulti-Stadtteil. Am Fuße der Hochhäuser wird die Geschichte dieses Waisenjungen erzählt. Der stößt in seiner neuen Heimat auf Fremdenhass. Ein Thema, das zu Bremen-Teneva passt. Wir sind ganz bewusst in Bremens Stadtteil mit den schlechtesten Sozialdaten umgezogen.
Die Idee ist, menschliche Potenziale zu entwickeln, und das tun wir mit Musik. Zu Hause packt die 14-jährige Miriam ihre Sachen für die Premiere. Ihre Familie kommt aus Russland, der Vater Hausmeister, die Mutter Verkäuferin und so ehrgeizig wie ihre Tochter. Sie war jetzt gestern und vorgestern krank, also wirklich krank, wo es ihr gar nicht gut ging. Und dann ist sie trotzdem zur Probe gegangen. Egal, woher ihre Eltern kommen, ob sie arbeitslos sind oder nicht, bei dieser 250.000 Euro teuren Stadtteiloper sollen alle eine Chance haben. Viele sind 14 oder 13 und trauen sich erstmal nicht, sich vor anderen Leuten so zu präsentieren oder zu bewegen. Und das ist eine Mutfrage, und ich glaube, sie gewinnen auch Mut dabei. Ein bisschen Mut aber fehlte den Veranstaltern. Viele Hauptrollen haben sie sicherheitshalber mit Profis besetzt. Miriam hat trotzdem profitiert. Ich möchte Schauspielerin werden, auch wenn ich jetzt einen Blick hinter die Kulissen habe und weiß, dass es anstrengend ist und man viel Geduld braucht. Eine vietnamesische Oper für Bremer Kinder aus 90 Nationen. Das verbindet. Ja, und zum Glück keine Open-Air-Oper, denn das Wetter wird durchwachsen. Besonders in der Nordhälfte sind Gewitter unterwegs, örtlich auch im Süden. Oft überwiegen aber die Wolken bei wenig Sonnenschein, maximal 13 bis 21 Grad. Damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, 14 Uhr zu heute in Deutschland. Okay.